Das letzte Thema, was wir uns noch kurz zumindest anschauen wollen, weil es eigentlich relativ wichtig ist und auch was damit zu tun hat, wie Computer intern eigentlich rechnen, ist das Thema Potenzreihen und Taylorreihen. Eigentlich haben wir alles Wesentliche, was wir dafür brauchen, schon behandelt, als wir uns mit Reihen beschäftigt haben. Und ich nehme nochmal die Reihe, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, als Beispiel, die Exponentialreihe, bei der wissen wir jetzt schon, wenn ich die so hinschreibe, Summe von k gleich 0 bis unendlich, Lambda hoch k durch k Fakultät, dass da der Wert e hoch Lambda rauskommt. Jetzt könnte ich einfach mal, damit es ein bisschen besser aussieht, diesen Wert Lambda durch einen anderen Buchstaben ersetzen und nehme zum Beispiel ein x dafür. Wenn ich das so hinschreibe, dann sieht das wie eine Funktion aus. Da habe ich jetzt eine Funktion, die könnte ich zum Beispiel f von x nennen. Und da kommt irgendwas raus. Und da stehen jetzt zwei Arten und Weisen, wie ich den Funktionswert ausrechnen könnte. Das eine ist e hoch x. Und wenn ich den Wert e kenne, ich weiß, das ist ungefähr 2,18 und so weiter, dann könnte ich zum Beispiel mit dem Taschenrechner e hoch 3 ausrechnen. Aber damit ist noch nicht klar, was zum Beispiel e hoch 3,7 oder gar e hoch Pi bedeuten sollte. Auf der rechten Seite steht aber etwas anderes. Da steht quasi ein anderer Weg, wie ich e hoch x ausrechnen könnte. Der Unterschied ist in diesem Fall nur, dass da sowas Unendliches steht. Man könnte das aber eventuell als Näherung nehmen. Also wenn Sie sich das hier angucken, dann ist das, was hier steht, ja, wir hatten das eben gerade schon mal, x hoch 0 durch 0 Fakultät plus x hoch 1 durch 1 Fakultät plus x hoch 2 durch 2 Fakultät plus x hoch 3 durch 3 Fakultät und so weiter. Und ich weiß ja, dass diese Reihe konvergiert. Das bedeutet, mit anderen Worten, wenn ich lange genug aufaddiere, komme ich dem tatsächlichen Ergebnis, also e hoch x, immer näher. Ich weiß auch, nach dem Nullfolgenkriterium, dass die Summanden immer kleiner werden müssen. Das bedeutet, wenn ich genügend viele Anfangssummanden nehme, dann weiß ich, dass ich schon sehr dicht an dem richtigen Ergebnis dran sein werde. Das kann man also als eine Näherungsformel nehmen. Wenn ich e hoch Lambda oder e hoch x ausrechnen will, dann könnte ich als Näherung zum Beispiel nur die ersten vier Summanden nehmen, die jetzt hier stehen. Oder wenn mir das nicht genau genug ist, könnte ich zum Beispiel die ersten sechs oder ersten sieben Summanden nehmen. Und wir können ja mal ausprobieren, wie das aussehen würde, wie gut so eine Näherung ist. Und dann können wir uns überlegen, wie man das Ganze noch ein bisschen besser in Worte fassen kann. So, ich definiere erstmal die Funktion, die wir eigentlich haben wollen. Die kann ja Maple für uns ausrechnen. Das ist die Funktion e hoch x. E hoch x. Die nenne ich mal g. Und dann nehme ich als f den Anfang von dieser Reihe, die wir da ausgerechnet haben. Also, das mache ich jetzt so. Ich schreibe es erstmal hin und dann erkläre ich Ihnen das. Reihe gibt es hier auch irgendwo in Maple oder Summenzeichen zumindest. K gleich 0 bis n von x hoch k, so wie es da eben stand. Geteilt durch K-Fakultät. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe mir eine Funktion f gebaut, die für jedes n mir wiederum eine Funktion zurückgibt, die dann die ersten n-Summanden von dieser Reihe, die wir da eben stehen hatten, ausrechnet. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel f von 3 nehme, dann ist f von 3 nicht eine Zahl, sondern das ist selbst eine Funktion, nämlich die Funktion, die die Werte von k gleich 0 bis 3 ausrechnet. Und jetzt kann ich mal gucken, wie gut oder schlecht diese Näherungswerte sind, indem ich mir die einfach mal zeichnen lasse. Also ich lasse mir jetzt mal zeichnen g, die Funktion, die wir eigentlich haben wollen. Und dann nehme ich mal die zweite Näherung, also die ersten drei Summanden und die dritte Näherung, die ersten vier Summanden und die vierte Näherung, die ersten fünf Summanden. Dann gucken wir mal, wie das aussehen. Ich zeichne das mal von minus 5 bis 5. Und wir können mal die Farben direkt angeben, damit wir wissen, was was ist. Rot soll die Funktion sein, die wir wirklich haben wollen. Und in dieser Reihenfolge grün, blau und schwarz sollen dann die Näherungswerte sein. Und wenn Sie sich das jetzt zeichnen lassen, dann sehen Sie, dass das tatsächlich nach und nach ganz gut wird, zumindest
so in der Nähe von der Funktion, die wir haben wollen. Also die rote Funktion, die wir eigentlich haben wollen, die läuft hier oben lang und dann wird sie hier so flach. Und die erste Näherung ist grün, die läuft hier so rum, das heißt hier zumindest weicht sie sehr stark von der roten ab. Die nächste ist die blaue, die geht hier unten runter und dann haben wir als nächstes die schwarze. Die sind alle nicht so richtig perfekt. Man könnte jetzt aber sagen, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich noch nicht dicht genug dran war. Also probieren wir nochmal eine andere aus. Ich male nochmal unser Original und nehme jetzt mal die 20. Näherung. Das heißt, ich summiere die ersten 21 Terme von dieser Reihe auf. Minus 5 bis 5. Das Original soll wieder rot sein und die Näherung machen wir mal in blau. Und jetzt sehen Sie, dass man die beiden Kurven nicht mehr unterscheiden kann. Also zumindest in dem Bereich von minus 5 bis 5, den ich jetzt gezeichnet habe. Wenn Sie ganz genau hingucken, sehen Sie da noch so minimale Unterschiede, wo das Rot so ein bisschen durchscheint. Aber wir haben jetzt schon etwas, was eigentlich sehr, sehr nah an der richtigen Funktion dran ist. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man mit, wenn man so eine Reihe hat, eine Funktion ziemlich genau approximieren kann. Warum nützt einem das was? Weil auf der linken Seite dieser Gleichung hier e hoch x steht, das kann irgendein komplizierter Term sein, da könnte auch sowas stehen wie Sinus oder Logarithmus oder sowas. Auf der rechten Seite stehen nur Grundrechenarten. Auf der rechten Seite stehen Dinge, die Computer gut können. Addieren, subtrahieren, dividieren, multiplizieren. Da müssen Sie zwar ein bisschen was rechnen, aber das machen Computer ja gern. Die rechnen Ihnen auch gern 20 Reihenglieder oder 40 aus. Aber auf der rechten Seite weiß der Computer wenigstens, was er tun soll. Das heißt, man kann so eine Reihe als eine Anweisung sehen, dem Computer beizubringen, wie er von irgendeiner Funktion Näherungswert ausrechnen kann. Allerdings kennen wir bisher nur ein Beispiel, nämlich hier diese E-Funktion. Ich will Ihnen zuerst mal einen Namen dafür sagen. Sowas hier, was wir hier haben, könnte man sich so vorstellen, dass hier steht x hoch 0, x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4... Und davor steht immer irgendein Faktor, a0, a1, a2, a3, a4 und die werden alle addiert und dann immer so weiter. Das heißt, das wäre eine Reihe, die so aussieht, k gleich 0 bis unendlich, ak mal x hoch k. Sowas nennt man eine Potenzreihe. Sie können das auch einfach so sagen, dass Sie sagen, eine Potenzreihe ist eine Reihe, wie wir sie kennen, allerdings mit der Einschränkung, dass da nur die vier Grundrechenarten vorkommen. Und zwar in der Art und Weise, dass Sie das so hinschreiben, dass es so aussieht wie so ein Polynom, was niemals aufhört. Es stellt sich raus, dass diese Potenzreihen sehr praktisch sind und dass man für sehr viele Funktionen solche Potenzreihen angeben kann, sodass man sie auch für sehr viele Funktionen benutzen kann. Sie können das noch ein bisschen verallgemeinern. Bei dieser Potenzreihe ist es jetzt ja so, dass ich immer den Wert x direkt einsetze. Sie entsinnen sich vielleicht noch, dass wir mal darüber gesprochen haben, Polynome zu entwickeln. Also Erinnerung, Polynome entwickeln. Da war es nämlich so, wenn Sie ein Polynom hatten, dann können Sie das normalerweise schreiben als a0 plus a1 mal x plus a2 mal x Quadrat plus a3 mal x hoch 3. Und wir hatten aber gesehen, dass man das auch an einer anderen Stelle entwickeln kann. Und dann würden Sie eine Darstellung bekommen, die so aussieht, dass man sagt b0 plus b1 mal x minus x0. Dieses x0 ist diese Stelle, wo entwickelt wird, plus b2 mal x minus x0 zum Quadrat plus b3 mal x minus x0 hoch 3. Das nennt man Polynom entwickeln. Genauso können Sie auch eine Potenzreihe nicht nur an der einen klassischen Stelle 0 entwickeln, sondern Sie können eine Potenzreihe auch so hinschreiben. Dass Sie diese Form haben. Sie haben irgendwelche Koeffizienten. Und dann steht hier nicht x hoch k, sondern x minus irgendeine feste Stelle hoch k. Das ist die allgemeine Form einer Potenzreihe. Hier würde man dann sagen, das ist eine Potenzreihe, die an der Stelle x0 entwickelt ist.
Genau wie man bei einem Polynom auch sagen würde, das Polynom ist an der Stelle x0 entwickelt. Ich zeige Ihnen vielleicht erstmal, bevor wir da weiter einsteigen, noch eine weitere Formel, wo ich Ihnen einfach mal eine Potenzreihe wie eben bei der Exponentialfunktion sage. Und wir gucken uns die mal an, damit wir sehen, es gibt durchaus noch weitere Beispiele dafür. Für Potenzreihen. Also Beispiel für eine Potenzreihe. Dieses hier zum Beispiel, k gleich 0 bis unendlich, ist also minus x hoch k, ist eine Reihe, die zumindest unter bestimmten Voraussetzungen konvergiert, und zwar dann gegen 1 durch x minus 1. Das sollten wir vielleicht auch mal uns anschauen. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal überlegen, was hier eigentlich auf der linken Seite steht. Hier steht der Term x hoch 0 ist minus 1. Dann steht hier minus x. Dann steht hier minus x Quadrat. Dann steht hier minus x hoch 3, minus x hoch 4 und so weiter. Das ist also eigentlich ein ganz simpler Wert, den man relativ leicht ausrechnen kann. Und wenn das stimmt, was ich da hingeschrieben habe, kommt da an bestimmten Stellen 1 durch x minus 1 raus, erstaunlicherweise. Das würde uns jetzt nicht so viel bringen für einen Computer, weil ein Computer natürlich 1 durch x minus 1 auch so ausrechnen kann. Aber es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man eine Funktion auch durch eine Potenzreihe darstellen kann. Das lassen wir uns auch mal zeichnen, um mal zu sehen, wie das aussieht. Ich mache das wieder so wie eben, dass ich mir eine Funktion schreibe, die mir sozusagen Funktionen liefert. Jeweils die Näherung. Nehmen wir mal k gleich 0 bis n wieder von diesem Wert minus x hoch k. Und jetzt die Funktion, die wir eigentlich haben wollen, die nenne ich jetzt mal j. X wird abgebildet auf 1 durch x minus 1. Und jetzt machen wir das wie eben. Ich zeichne das j selbst und dann zeichne ich mal die Näherung. Ich würde die eigentlich am liebsten von minus 1 bis 1 zeichnen, aber bis 1 darf ich ja nicht, dann teile ich ja durch 0, also zeichne ich sie nur bis 0,9, also kurz vor der 1. Und als Farben, so wie eben, rot ist das Original, und dann nehme ich wieder grün, blau, schwarz. Also hier ist die rote Kurve, die da unten natürlich irgendwann abhaut, wenn sie in die Nähe ihres Pols kommt. Und da oben sehen Sie die Näherungswerte. Und man könnte jetzt sagen, diese Näherungskurven liegen zumindest im Bereich um die Null rum ganz gut. Wenn man von der Null weiter weggeht, sieht das nicht mehr so gut aus. Vielleicht das gleiche Experiment wie eben. Wir nehmen mal höhere Näherungen. Das ist ja bei der Exponentialkurve eben dann ziemlich gut geworden. Machen wir es mal so. Rot ist wieder das Original. Und Sie sehen, dass es hier anders ist als bei der Exponentialkurve. Der Bereich um die Null rum, also ein halb nach links, ein halb nach rechts, ist super gut getroffen. Da sind die beiden Kurven nicht zu unterscheiden. Aber wenn ich weiter nach links gehe, dann unterscheiden sich die Kurven ganz, ganz furchtbar. Und das ist so eine typische Eigenschaft, die Potenzreihen haben. Die haben immer im Allgemeinen nur einen Bereich um einen kritischen Punkt rum, in dem sie wirklich gut sind. Dieser Bereich kann sehr groß sein. Zum Beispiel haben wir das eben bei der Exponentialkurve gesehen. Da ist der Bereich extrem groß. Die sind überall passend, die Näherung. Es kann aber auch sein, dass es nur einen relativ kleinen Bereich gibt, in dem die Näherung gut ist. Auch das ist für die Praxis meistens ausreichend. Aber man muss dann im Allgemeinen wissen, was man tut. Das heißt, man müsste dann irgendwo nachschauen nach solchen Begriffen wie Konvergenzradius und sowas. Also man muss schauen, in welchem Bereich ist diese Reihe, die ich mir anschaue, eigentlich wirklich eine gute Näherung und konvergiert tatsächlich.